Versuchen wir es mal mit ein bisschen Geschwindigkeit. Okay, wir sind in einem Wachraum gelandet. Das ist nicht so schön. Ich glaube, wir sind hier falsch. Wobei hier schlafen alle. Du siehst uns nicht. Gut. Okay. Gut, an dem wären wir vorbeigekommen. Wir hätten ihn auch wahrscheinlich mit genug Zauberkraft und gleichzeitig einem ordentlichen Pfeil niederbolzen können. Allerdings will ich mich da nicht auf Glück und Timing verlassen. Deswegen sind wir lieber vorsichtig. Schleichen durch. Oh, neue Falle. Da ist ein Durchbruch. Da ist noch eine Falle. Das wollte ich jetzt nicht. Hallo? Ist da etwa jemand? Ich bin ein Magier. Holt mich hier raus. Nur weil du Magier bist, sollen wir dich rausholen. Wer seid ihr denn überhaupt? Ich bin Justanius von Aldrabia Magicus Extraordinarius. Aber von mir aus nehmt mich einfach Jos, solange ihr mich bitte rausholt. Wieso hat man euch denn hier eingesperrt? Habt ihr eine Krankheit oder seid ihr vielleicht einer der Irrenkultisten? Wahrlich, nein. Das Studium von Kraftdien und erkannten Feldmatrizen haben mich in die Ruine geführt. Doch dann haben mich Humbert und seine Leute gefangen genommen und hier eingekerkert. Kurz darauf gab es in der einen Nacht heftige Kämpfe und die Räuber sind geflohen. Am nächsten Tag öffnete so ein hässlicher tätowierter Kalkhof die Tür und offenbart mir, ich sei jetzt sein Gefangener. Während er mir spöttisch den Schlüssel zeigt, faselte er noch irgendetwas von Umbrakor Ardakorion und schlägt da die Tür zu. Ich bitte euch, holt mich hier raus. Woher weiß ich, dass ich euch trauen kann? Was weiß ich denn? Woher weiß ich denn, dass ich euch trauen kann? Vielleicht seid ihr auch einer dieser Drachenkultisten. Immerhin bin ich hier in Sicherheit. Eines Nachts wollten sie mich im Namen Umbrakor Ardakorions holen. Doch auch sie haben die verdammte Tür nicht aufbekommen. Wie auch immer, wir werden uns so einfach gegenseitig vertrauen müssen. Umbrakor Ardakorion? Interessant, nicht wahr? Umbrakor ist natürlich der Name meines alten Drachen, wie ich wohl extra erwähnen muss. Aber Ardakorion, ihr gehört in keinem der Bücher, die ich in meinem ganzen Leben studiert habe. Habe ich diese Worte je gelesen? Und es ist kein Zeichen von Charakterschwäche, nicht jeden Stuss zu verstehen, den ein Haufen offensichtlich geisteskranker Mordbrüder vor sich hinstammelt.
Also gut, ich werde versuchen, den Schlüssel zu besorgen. Wartet hier. Aha, beeilt euch und holt mich endlich hier raus. Langsam aber sicher geht mir der Proviant zur Neige. So, jetzt. Auch wenn wir das unbemerkte Vorgehen dadurch in den Wind schreiben können, wir sollten dem Tempelraum vielleicht doch noch einen Besuch abstatten. Ja, oder wir machen das später. Oh, orasischer Kampfstab. Zwei Handwaffe. Grundpulver, Heiltrank, Pfeife und orasischer Kampfstab. Der Gefangene. Die Räuber, die in der Ruine hausten, haben kurz bevor die Kultisten ihre Genschaft über die Burg an sich rissen, einen Magier namens Jos gefangen genommen und ihn kurzzeitig bei ihrer Flucht vergessen. Nimm dem Priester die Schlüssel ab. Die Tür zum Vorratslager ist verschlossen. Ein Priester der Drachenkultisten muss den Schlüssel bei sich tragen. Nicht Weltkarte, diese Karte hier. Also ja, Tempelraum, aber das können wir auch später machen. Also hier nochmal ordentlich aufräumen, alle Kultisten töten. Und dann Jost befreien. Habe ich, glaube ich, das letzte Mal auch so gemacht. So, in dem Wachraum da oben pennen auch ein paar Drachenkultisten. Wie gesagt, sie sind nicht schwierig. Aber... wie gesagt, die Erfahrungspunkte sind nett. Man hat eh Probleme, Max-Level zu erreichen. Also die 24.000 AP zusammenzukriegen. Ich meine, wir sind jetzt gerade mal bei 5.000. Fehlen also noch 19.000. So, speichern wir hier mal wieder. Ach, okay, der löst gar nichts aus. Dann ist es gut. Folgt mir. Arquart. Gut. Sanja. Und ja, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Ebenen dieses Ding überhaupt hatte. Aber ich glaube, wir sind schon fast durch. Noch ist das wie ein Schatten aktiv, also nicht fehlgeschlagen. Aber ja, ich glaube, viel weiter runter geht's auch nicht mehr. Wenn ich's in Erinnerung hab, richtig. Thank you.
Gut, ja, ich weiß, es ist gerade etwas dunkel, aber wenn ich einen Flimflam-Funkel mache, mache ich nur auf mich aufmerksam. Und ja, da gerade hier nichts los ist, holt mal auf ein bisschen. Oh, Kampfhunde, hi. Die Kampfhunden können wir das Fell über die Ohren ziehen. Alle Kampfhunde. Dann geben wir Vorgrim das Zeug. Und die Fellfetzen an mich. Langsam haben wir wieder zu viele. So. Halbschuhe. Ah ja, eigentlich. Oh, Falle entdeckt. Ach, hier ist nur eine Truhe. Hm. Die Schlösser knacken, Pfeilen entschärfen. Soll ich schleichen? Du kannst das Schloss knacken. Hey, 14 Pfeile und ein Kurzbogen. Die Truhe hat sich echt gelohnt. Na komm. Machen wir den Flammfunkel an. So, der hebt jetzt fast 5 Minuten. Und wir haben wenigstens Licht. Noch mehr Kampfhunde. Candidus. Alle Hunde.
Ledermäntel wieder zu ihm und Sehnen das zu ihm. So. Hier ist ein Einsturz. Und eigentlich sollten wir jetzt bald am Ziel sein.